Hallo und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir was, was schnell geht, weil ich so ein bisschen mit meinem Kopf überall bin, außer bei BookTube. Und zwar heute geht es um Hörbücher, die ich abgebrochen habe, und ich nenne dieses Format Reingehört, und das wird nur sehr unregelmäßig kommen, weil ich tatsächlich nicht so oft Hörbücher abbreche, aber ich sammle die dann immer so ein bisschen und stelle sie euch dann trotzdem einmal gebündelt vor. Warum? Weil die sonst einfach nirgendwo vorkommen. Also ich nehme abgebrochene Hörbücher nicht in meine Jahresliste an gelesenen Büchern mit auf, sondern Hörbücher nur, wenn die wirklich durchgehört sind oder wenn ich sie sehr spät erst abbreche. Also ich glaube, eins hatte ich mal irgendwie bei 60% oder so abgebrochen. Aber wenn ich dann nur mal eine Stunde gehört habe, schreibe ich die nicht mit auf, weil ich irgendwie finde, dass das nicht reicht dafür. Ja, und ansonsten würden die komplett unter den Tisch fallen, und deswegen, ja, gibt es jetzt dieses Format, damit die irgendwie der Vollständigkeit halber auch noch irgendwo vorkommen. Und das sind jetzt alle Hörbücher, die ich abgebrochen habe, seit ich BookBeat nutze. Und ja, das sind insgesamt 7 Stück, und ich schlage vor, wir fangen auch mal an. Das erste, was ich abgebrochen habe, war Never Too Close. Das war auch eins der ersten, die ich ausprobiert habe, weil ich fand diese türkisen Cover von dieser Dilogie super schön. Aber ich bin halt nicht der Typ für Liebesgeschichten und für dieses ganze New Adult-Genre an sich nicht. Ja, aber dachte halt, ich probier's mal. Vielleicht gefällt's mir, überraschenderweise doch. Aber es ist halt einfach nicht meins. Ich habe auch so eine Stunde gehört und es hat mir eigentlich erstmal ganz gut gefallen. Es ist auch gerade dieses Buch, finde ich, hat auch irgendwo einen sehr humorvollen Schreibstil. Aber ich hatte nach einer Stunde das Gefühl, so jetzt, mir reicht das jetzt halt auch irgendwie, weil man weiß ja auch, worauf es hinauslaufen wird. Und was willst du da dann noch 300 Seiten lang erzählen, wie die umeinander rumeiern? Also das ist einfach nichts, was mich interessiert als Leser. Das heißt nicht, dass das Buch schlecht ist. Ich glaube, wer das Genre mag, der mag dieses Buch bestimmt, weil ich finde, es ist halt schon sehr unterhaltsam geschrieben, aber mir ist das einfach als Plot zu dünn für ein ganzes Buch. Und deswegen habe ich dann nach einer Stunde nicht mehr weitergehört. Das zweite, was ich abgebrochen habe, war Throne of Glass von Sarah J. Maas. Das ist ja auch eine Reihe, die total gehypt wird, und die ganze Autorin an sich, ich habe tatsächlich noch nichts von ihr gelesen und dachte deshalb, ich höre mal dieses Hörbuch. Tatsächlich, ich weiß, wie viele Bände die Reihe hat, und deswegen ist eigentlich komplett ausgeschlossen, dass ich die jemals anfange, weil ich tue mich ja selbst mit Trilogien schon schwer, und alles, was mehr als 3 Bände hat, fange ich in meinem Leben niemals an, weil ich einfach schon nicht der Reihenleser bin. Ich mag das nicht so, mich so lange an einer Geschichte aufzuhalten. Und auch Trilogien schon lese ich nur, wenn ich mir was von der verspreche. Trotzdem dachte ich, ich höre mal rein. Aber weil irgendwie, ich habe dann gehört, es geht irgendwie um Assassinen, und da war ich dann gecatcht, weil mich dieses Ganze, das ist dann eigentlich schon wieder eigentlich so ganz cool. Aber ich bin hier tatsächlich vor allem mit der Stimme von der Sprecherin nicht klargekommen. Und ich möchte die jetzt nicht beleidigen. Also auch die Art, wie sie es gelesen hat, ne? Das war einfach so eine ganz schreckliche Fräulein-Rottenmeier-Stimme. Die hat eine, also die, mit der Stimme könnte die auch Aufseherin im Jugendknast sein oder so. Ich fand das einfach überhaupt nicht angenehm zum Hören. Und also so eine ganz klare, messerscharfe Stimme, was ja irgendwo vielleicht auch ein Skill ist als Sprecher. Aber das, ich fand das nicht angenehm. Ich fand das unangenehm, und ich fand es auch sehr, sehr stark überbetont alles. Also natürlich ist das immer so bei Sprechern, dass die alle sehr klar sprechen und jeden Buchstaben betonen, halt klarer als jetzt jemand im Alltag sprechen würde. Ich selber habe auch so ein bisschen, ich bemühe mich auf YouTube etwas deutlicher zu sprechen, als ich das normalerweise tue, obwohl ich ja gar keinen starken Dialekt habe, aber mir fällt das auf, seit ich YouTube mache, dass ich eine etwas verwaschene Sprache habe. Ja, das ist halt bei ihr schon so überspitzt gewesen, dass das nicht nur dieses deutliche Sprecherdeutsch war, sondern wirklich krass überbetont und, wie gesagt, sehr, sehr unangenehme Stimme für mich persönlich. Das heißt nicht, dass das für jeden gelten muss, aber mir persönlich war das irgendwie so ein bisschen unangenehm. Und dann habe ich es wieder abgebrochen, also vielleicht muss ich es dann doch mal mit dem Buch versuchen, aber ich weiß jetzt schon, ich werde nicht diese ganze Reihe lesen, und deshalb ist das wahrscheinlich einfach ein Leseerlebnis, was jetzt so an mir vorbeiziehen wird. Das nächste Buch auf der Liste ist Genpool Party von Martin Moder. Das war das, was ich eben meinte, das ist das, was ich bei 60% abgebrochen habe.
Ja, das ist an sich ein ganz lustiges Buch, was eben sich mit Gentechnik beschäftigt und so dem aktuellen Stand, was da technisch und so weiter möglich ist, wie da der Forschungsstand ist und so ein paar lustige Absurditäten, die damit verbunden sind. Und es ist ein dünnes und ja, ganz lustiges Buch, aber das war eigentlich genau mein Problem damit, weil mir das zu krampfhaft auf lustig getrimmt war und das einfach nicht mein Humor ist. Also das war mir zu flach alles. Ich mag eher so ein bisschen raffinierteren Humor, ohne jetzt den Autor beleidigen zu wollen. Ich glaube, das ist schon für... Ich denke, es ist ein unterhaltsames Buch für Leute, die sowas einfach gerne lesen. Aber es war halt einfach nicht mein Humor. Und vieles davon wusste ich auch schon. Ich habe es hier und da schon mal erwähnt. Es gibt diese Sendung Ferngespräch von Tommy Krabbeis auf Twitch, wo Martin Moder auch regelmäßig Gast ist. Und das meiste, was ich in diesem Buch gelesen habe, hat er auch dort schon mal erzählt. Deswegen war jetzt hier für mich auch nicht so viel Neues dabei. Und nach den 60% hatte ich dann irgendwie einfach das Gefühl, mir reicht es jetzt irgendwie. Ich brauche die letzten 40% einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich es dann einfach nicht mehr weitergehört. Obwohl es jetzt nicht an sich ein schlechtes Buch ist, aber ich hatte dann irgendwie auch irgendwie genug von diesem flachen Humor. Ist einfach nicht mein Humor, ne? Über sowas kann man nicht streiten. Andere Leute werden sich bestimmt kringeln vor Lachen, aber es ist nicht mein Ding gewesen. Das nächste Buch stammt von jemandem, der auch häufiger beim Ferngespräch ist, nämlich Lydia Benecke. Und zwar geht es um Psychopathinnen. Da geht es ja eben einfach um Psychopathie, wie sich das bei Frauen äußert, mit so ein paar Fallbeispielen dazu. An sich finde ich das Thema super spannend, auch wenn einiges davon ist mir auch aus diesem Stream schon bekannt, weil sie es da mal erwähnt hat oder auch aus anderen Vorträgen von ihr, die auf YouTube verfügbar sind. Und ich muss aber sagen, dass mir das als Hörbuch nicht gefallen hat. Ich glaube, zum einen lag es schon daran, weil es nicht von ihr selber gesprochen wird. Und ich aber eben, normalerweise, ich kenne ja ihre Stimme, weil ich sie in dieser Sendung häufiger sehe oder allgemein schon andere Sachen auch von ihr gesehen habe. Und wenn ich das Buch lesen würde, dann würde ich das mit ihrer Stimme im Kopf hören, quasi. Versteht ihr, was ich meine? In meinem Kopf wäre das dann ihre Stimme, die das liest. Und bei dem Hörbuch ist es halt jetzt irgendeine ganz andere Stimme. Und ich glaube, das konnte mein Gehirn schon nicht verarbeiten, weil das irgendwie die ganze Zeit so dieses... Nee, das gehört nicht zusammen. Das ist falsch. Und deswegen konnte ich das irgendwie schon nicht so richtig genießen beim Hören. Dann war, wie gesagt, auch manches, was ich schon wusste, da drin, was jetzt nicht immer so schwer ist. Also es muss nicht immer alles neu für mich sein. Ja, das ist voll okay. Aber irgendwie fand ich das einfach zum Hören nicht so angenehm. Ich glaube, das ist ein Buch, was ich dann schon lesen müsste. Genau. Und ich fand es zum Hören auch einfach nicht so unterhaltsam, sondern tatsächlich auch irgendwo zu trocken. Das ist ja eh so ein Phänomen. Als Hörbuch begeistern mich zum Teil völlig andere Bücher als beim Lesen. Also es gibt Bücher, die würde ich als Hörbuch sterbenslangweilig finden, aber ich lese sie gerne und umgekehrt. Und ich glaube, das hier ist einfach so eins, was ich lesen muss. Und dann kommen wir zu einem Jugendbuch, nämlich Kaleidra von Kira Licht. War doch Kira Licht, oder nicht? Ansonsten entschuldige ich mich, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, es war Kira, aber ich glaube, es war so. Ein Jugendbuch, was glaube ich auch so ein bisschen gehypt ist, jedenfalls habe ich es eine Zeit lang häufiger gesehen. Ich finde das Cover super, super schön. Und ich glaube auch gar nicht, dass es ein schlechtes Buch ist. Mein Problem damit war einfach der Einstieg, weil das halt so dieses typische, ja, girly-mäßige, ich gehe zur Schule mit meinen Freunden, so dieses unbeschwerte jugendliche Blabla. Und damit kann ich nichts anfangen, weil meine Jugend war nicht so. Ich kann mich da nicht reinversetzen. Und das ist mir alles irgendwie immer zu gestellt, zu drüber, zu weit weg einfach, ne? Ich habe da keinen Zugriff drauf. Und das ist mir irgendwie immer alles zu kindisch. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt schon 30 bin und mich einfach deshalb auch in dieses Setting nicht mehr reinversetzen kann. Und dann, ja, hat mich das auch, es hat mich ein bisschen genervt, auch einfach dann dieses, wie das geschrieben war, keine Ahnung, war einfach nicht mein Ding. Es hat bei mir so ein bisschen ungute Erinnerungen an Aura von, war das Clara Benedikt? Irgendwie zurückgebracht, was ja auch schon, was vom Schreibstil her sehr ähnlich war, und das war ein ganz schlechtes Buch, also meiner persönlichen Meinung nach. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das total gerne. Ich fand es nicht gut und mir hat es nicht gefallen. Und ja, es fühlte sich so ein bisschen ähnlich an, das war vielleicht auch das Problem. Ja, aber das ist einfach,
Es könnte sein, dass ich eine voll gute Story verpasst habe, weil auch jemand, den ich sehr schätze, es gelesen hat und sehr begeistert davon war. Also vielleicht habe ich was voll Gutes verpasst, aber ich bin schon mit diesem Einstieg überhaupt nicht zurechtgekommen und deswegen habe ich das abgebrochen. Dann kommen wir zu einem Hörbuch, was in Berlin spielt in den 20er Jahren, und zwar Die schwarze Fee. Ich muss gestehen, dass ich sowohl den Autoren vergessen habe, als auch den genauen Plot. Aber ich glaube, das war ein Krimi. Und es geht, glaube ich, um irgendeine Leiche, die gefunden wird. Und eben so dieser Glam der 20er Jahre, so in Reichtum, Luxus und Verschwendung und so weiter. Und im Kontrast dazu dann aber ja auch die Armut anderer Bevölkerungsteile. Und es hörte sich auch voll spannend an, aber es war mir dann irgendwie einfach zu trocken. Und ich habe da irgendwie keinen Zugang zu gefunden, weil ich den... Es kann am Sprecher gelegen haben, es kann am Schreibstil gelegen haben, aber ich fand das irgendwie einfach alles so trocken und lahm und habe da keinen Zugang gefunden. Und nachdem ich habe es beim Kochen angefangen zu hören, und nachdem ich dann das Essen fertig hatte und dann das nächste Mal mir überlegt habe, als ich wieder kochen wollte, quasi so, was höre ich jetzt, höre ich das jetzt weiter? Und dann dachte ich so, ach nö. Es hat mich halt schon nicht mehr so dazu gezogen, und dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, das Leben ist zu kurz, um es mit langweiligen Büchern zu verschwenden. Ich fange jetzt lieber was anderes an, wo ich dann auch richtig Bock habe, das weiterzuhören. Und deswegen, ja, habe ich das hier dann auch einfach sein gelassen. Und das letzte auf der Liste ist ein Colleen Hoover Buch, und zwar Too Late, was ja auch eigentlich, es war nicht so der Hype wie Verity, aber es profitiert, glaube ich, schon von dem Hype um Verity, wie, glaube ich, alle Colleen Hoover Bücher so ein bisschen. Und es soll ja eigentlich ganz gut sein, aber ich dachte mir da irgendwie so, was ist das bitte? Also hier geht es ja um eine junge Frau, die studiert, und ich glaube, sie studiert Spanisch und ist mit einem Drogendealer zusammen, von dem sie nicht los kann, weil sie irgendwie finanziell von dem abhängig ist, und irgendwie liebt sie ihn, obwohl er sie total schlecht behandelt. Und dann lernt sie aber an ihrem College jemanden kennen, mit dem sie sich gut versteht. Und so ein bisschen funkt es auch zwischen ihnen. Und er ist aber Undercover-Polizist und ist eigentlich hinter ihrem Freund her und weiß aber nicht, dass sie die Freundin von ihm ist. Das stellen die dann aber ziemlich schnell fest. Und dann ist es wahrscheinlich dieses Love-Triangle, keine Ahnung. Aber ich dachte mir dann schon, als ich das angefangen habe zu hören, what the fuck, was ist das? Weil irgendwie war mir viel zu viel Sex in diesem Buch. Also es war ja auch, bei Verity gab es auch Sexszenen, die haben da aber irgendwie ins Buch gepasst. Aber hier war das ja irgendwie, soweit ich es gehört habe, und das war, glaube ich, auch nur so die erste Stunde oder so, war es ja irgendwie Sexszene an Sexszene an Sexszene, und das war mir alles too much einfach. Und ich dachte beim Lesen echt so, was zur Hölle ist das? Und davon abgesehen, dass ich dann den Plot, ich meine, ich weiß nicht, wo die Geschichte hinführt, ja, vielleicht wird das total spannend, aber ich fand nicht, dass der jetzt das Rad so wahnsinnig neu erfindet. Und das hat mich dann auch irgendwie nicht mehr so interessiert, weil wir wissen, glaube ich, alle, worauf es hinauslaufen wird. Und es war mir auch alles zu konstruiert. Es war auch, sie hat, glaube ich, noch einen Bruder, glaube ich, der pflegebedürftig ist und in einem Heim untergebracht ist, und deshalb kann sie auch von dem Typen nicht weg, weil sie ja irgendwie noch Geld braucht, um dieses Heim zu bezahlen. Und das hat mich stark erinnert an eine andere Buchreihe, die ich schon mal gelesen habe. Da war es so ähnlich. Da geht es um eine Frau, die sich prostituiert, so als Edelprostituierte, und das unter anderem auch deshalb, weil sie studiert und eine Schwester hat, die im Pflegeheim ist, was sie bezahlen muss. Also genau die gleiche Konstellation im Grunde, nur dass da kein Drogensüchtiger dabei ist. Und kein Undercover-Cop. Ja, und das hat mich daran sehr erinnert. Ich meine, Colleen Hoover kann dieses andere Buch nicht kennen, weil, soweit ich weiß, gibt es das nur im deutschsprachigen Raum. Und das war allerdings auch zuerst da. Also es kann auch nicht sein, dass die andere es von Colleen Hoover abgeschrieben hat. Das ist einfach Zufall. Trotzdem ist das halt bei mir so, wenn ich sowas derart Ähnliches dann in einem zweiten Buch nochmal lese, dann langweilt mich das. Weil ich denke, ach, das ist genau wie in XY, und dann hat das für mich keinen Reiz mehr. Oh ja, und wie gesagt, mir war das irgendwie alles zu viel Sex, und insgesamt hat mich das alles einfach nicht mehr interessiert. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich will das nicht. Und dann habe ich mir lieber was anderes gesucht.
Und genau, also wenn ihr das Buch zu Ende gehört habt, dann sagt mir gerne, wie es ausgegangen ist. Markiert den Kommentar dann aber vielleicht besser als Spoiler. Aber mich würde interessieren, ob es wirklich genauso abläuft, wie ich mir das denke. Ich denke, sie kommt am Ende mit dem Undercover-Cop zusammen und schafft es, diesen Typen zu verlassen. Und dann findet sich irgendeine tolle Lösung, wie sie trotzdem ihren Bruder im Pflegeheim bezahlen kann. Naja, also sagt mir gerne mal, wie es ausgegangen ist, ob es so darauf hinausläuft oder nicht. So, das war's von mir. Das waren meine abgebrochenen Hörbücher. Mich würde interessieren, wie andere das handhaben. Hört ihr Hörbücher immer durch? Oder wann genau brecht ihr ein Hörbuch ab? Und vor allem, wie wichtig ist für euch der Sprecher? Also ich finde, es ist bei einem Hörbuch ja schon ziemlich wichtig. Ich habe allerdings auch selten Sprecher, die mir wirklich gar nicht gefallen. Meistens werden die schon sehr gut gewählt. Mein persönlicher Lieblingshörbuchverlag ist der Argon Verlag. Die sind für mich immer am angenehmsten zu hören. Ja. So, ich mache jetzt hier Schluss, sonst rede ich wieder irgendwie ewig ohne Sinn und Verstand. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier mit einem anderen Video und bis dahin macht's gut. Tschüss.